Was wollte ich gerade sagen? Knilzgeräusche, Gatchigasm. Ich glaube nicht, dass ein Knilz einen Gatchigasm macht. Muss ich nur kurz was nachgucken. Honey, nimm diesen Trank, schnell! Honey, nimm diesen Trank, schnell! So, ihr braucht ganz lange, eure Sandburg zu bauen. Das ist großartig. Freut mich zu hören, dass ihr eine eigene Sandburg bauen wollt. Lass mich raten. Es wäre mir lieber, wenn der Wasser-Pokémon hätte. Dann kann ich wenigstens die anderen zwei Unterlevelten benutzen. Sag Knilz ganz auf hintereinander. Kommt dann auch irgendein lustiges Wort aus. Knilz, 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 Knilz. Klingt wie Kills. Oh mein Gott. Das sind die satanischen Botschaften, Leute. Der wird mich eh nicht one-shotten. Deswegen setze ich einfach Felsgrab ein. Los, Marcel! Nice. Please no Knilz killen. Richtig Wutface-Moment. Ich habe übrigens doch Angst, dass der mir vielleicht ein bisschen zu viel Schaden macht. Deswegen wechsle ich mal lieber auf die Rübe. Auf die Rübe. Ha, auf die Rübe. Denn Rübe gibt auf die Rübe. Ja, ich bin so clever. Geht so. Wieso höre ich mir gerade, dass ich halt deine Pokémon-Lied an? Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du deine Pokémon an die Wand werfen, Fiesling. Kopflos! Let's go. Und Wingard ist einfach kaputt. Oh, da kommt schon wieder ein Kampf-Pokémon. Wieder ein Job für Kyoko. Crit happens. Crit happens everywhere and every day. Das klang gerade wie Sombra. Crits happen everywhere and every day. So. Die Eros gibt es bei Wiebke. Ja, wie gesagt, das dauert leider auch noch ganz schön lange. Hey, ja, es ist irgendwie super düster heute. Keine Ahnung. Ich hab zwar heute mein großes Licht an oben, aber irgendwie war das kleine Resident Evil Licht von gestern gemütlicher. Ich glaube, ich brauche ein neues Licht-Setup. Weil für euch macht es kaum einen Unterschied, ehrlich gesagt. Das war nur so für mich. Versteht da. Oh, stimmt, hier ist alles brandheiß da drin. Ich erinnere mich noch. Brandheiß, aber kein Strandeis. Ich glaube, so ähnlich hieß ein Part von mir damals. Und ich weiß noch, da gab es eine Diskussion unter diesem Part, wo einer meinte, Alter, ich wusste gar nicht, dass du rappen kannst. Und er so, hä, was? Ja, wegen den Titeln mehrsilbige Reime, das können eigentlich nur Rapper. Und dann einer so, was schlaberst du? Haben die anderen so geschrieben. Und ja, da erinnere ich mich dran, weil ich das irgendwie sehr lustig fand damals. So, ich zünd das Haus an, dann ist es heller. Hm, guter Tipp. Warum liegen eigentlich die ganzen Stofftiere da hinten alle? Alle richtig müde. Brandheiß, Gatschigasm. Aber Sui, du bist doch hell genug. Rapper Sui. Sag Zigzags kann Surfer, oder? Was? Wie ernsthaft? Jetzt hast du mir Angst gemacht. Aber er macht's nicht, also vielleicht er doch nicht. Bin wieder da, habe ich was Wichtiges verpasst? Ja, du hast verpasst, wie wir mit Metallklaue nicht treffen. Aber jetzt bist du da und jetzt treffen wir deswegen auch wieder. Sehr schön. Büchse haben alle Dinge gesehen. MC Shomaru, nein, nein, Leute. Mein Rappername wäre... Beziehungsweise, ich habe ja sogar einen Rappernamen. Wer ihn noch kennt, kann ihn gerne in den Chat schreiben. Bin ich gespannt. Wir haben ihn vorher... das ist sogar heute schon gefallen, der Name. Yusikumaru. Genau. Fast. Na, schon was gestorben? Ja, zwei Stück tatsächlich sogar schon. Azuril! Guck mal, hier war es noch glücklich, Leute. Was hat Game Freak gemacht, damit Azuril so leiden und so weinen musste in späteren Generationen? Hier war es noch happy und dachte ich so, das Leben ist so schön. Und dann auf einmal, zack, alles traurig und es entstand Sui Thump. Dadurch entstand ja Sui Thump nur. Sushi Flow war das, richtig. Weil ich damals diese ganzen Songs unter Sushi O veröffentlicht habe, weil mir jemand mal früher fälschlicherweise so genannt hat und meine Let's Play-Kollegen das ja lustig fanden. Und daraus habe ich einfach Sushi Flow gemacht, ganz simpel. Sie haben Z-Moves eingeführt. Oh, und das hat Azuril umgebracht. Dadadam, level up, jawoll.
Oh, sie haben Azure gezeigt, was Psiao gesehen hat. Ich verstehe. Dazu dachte ich auch, warum bin ich so fröhlich, so abgrundtief fröhlich? Also, ich sag, feels Batman, ach, Golden Hawk. Feels really Batman. Damals war Sui noch kein Feentyp und musste keine große Angst vor Metallklaue haben. Das stimmt. Und ich bin ja die ganze Zeit... Ich meine, er greift mich die ganze Zeit mit Blubber an, aber ich weiß, es wird einfach keinen Schaden machen. So, oder vielleicht auch mit Mikmas wahres Ich gesehen. Das wäre auch eine passende Begründung. 2Z muss so Kampf nicht richtig eskalieren. Ja, ich glaube aber nicht, dass das für Tsushimaru ist mein Lieblingsstreamer. Haha! Ich glaube aber nicht, dass das für Wi-Fi-Kämpfe verfügbar ist. Das scheint mir so ein typisches Pokémon-Ami-Feature zu sein. Im Sinne von, hier, lieb deine Pokémon und sie werden dich zurücklieben. Ich habe gesagt, du sollst deine Pokémon lieben! Und dann kriegt man halt Belohnung dafür quasi. Inwiefern unterstütze ich eigentlich einen Prime-Sub? Ein Prime-Sub unterstützt mich exakt gleich wie ein normaler Sub. Ganz genau gleich. So. Erstes Pokémon Center oder erst kämpfen? Erst kämpfen. Also Dollars, ja, so gesehen krasse Dollars, richtig. Reiß dein scheiß Herz raus und gib deinen Pokémon Liebe! Dann gibt es deinen Pokémon Liebe, so. Verdammt, ich hab's falsch vorgelesen. Hier kannst du 3 Herzschuppen finden. Das ist tatsächlich ganz cool. Giga Bowser spendet 5 Euro. Hier, so, für ein paar Pokebälle. Mögen die Knilze mit dir sein. Dankeschön. Und seht ihr, wie das Kapilz auf das kleine Azurill einschlägt? Voll brutal. Danke für deine Spende. Vielen Dank. Und RIP Azurill. Sui Thump die 2. direkt. Ich würde ja Aufruhr machen, aber ich habe Angst, dass ich mich dann locke und danach kommt irgendein Pokémon, was mich instant killt oder so. Liebe dein Pokémon, ist das klar, du Elektroratte! Na, Abend, hallo, I am the one. La, 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 la. Noch ein Grund, warum das Azurill weint. Nein, ich traue mich immer noch nicht. Ich traue mich einfach nicht, um Aufruhr zu drücken, Leute. Bei Nuzlocke auf Attacken drücken, die einen locken, ist immer so... Bin ich der Einzige, der Angst davor hat? Aber, es gab auch einen epischen Moment, Leute. Wenn ihr euch erinnert an die Heart Gold Nuzlocke, war keine Soul Link. Oder war es eine Wedlock? Kaliruna, danke für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen, vielen Dank. War das eine Nuzlocke? Oder war das eine... Ich habe das Thumbnail im Kopf, das müsste doch nur... Hä, aber das Thumbnail, was ich im Kopf habe, war das Wedlock-Symbol. Bin ich dumm? Ist doch scheißegal. Jedenfalls bei Heart Gold, irgendeiner Nuzlocke-Variante, haben wir, so jetzt auf rein, Siegfried besiegt, indem wir einen richtig sicken, riskanten Play mit Walzer gemacht haben. Einfach, weil ich es kann. Einen schönen, entspannten Abend wünsche ich dir noch. Shin Akuma mit 10 Euro. Danke auch an dich für deine großzügige Spende. Vielen Dank dir. Ja. Wie gesagt, da sind wir richtig eskaliert und es hat geklappt. Es hat funktioniert. Ramius, danke für deinen Sub und willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja, und das Donphan hat dann halt die Dragoran weggewalzt. Das war richtig episch. Und nervenzerreißend. Aber in allererster Linie war es episch. Die Mixtion mit Walzer war richtig krasser Hype. Ja, ich würde auch sagen, tatsächlich, das war einer der spannendsten Nuzlocke-Momente. Wo mir einfällt, ich wollte immer noch die Top 10 Compilation machen mit den spannendsten. Das war eine normale Nuzlocke, aber ich hatte doch ein Herz in dem Thumbnail, oder bin ich Banane? Ich gucke das jetzt nochmal eben nach. Ich bin mir sicher, ich weiß, wie das Thumbnail aussah. Wartet mal. Ach! Ja, ich weiß, es war ein Herz im Thumbnail wegen Heart Gold. Nicht wegen der Wedlock. Haha, auf einmal gibt alles Sinn. Ich wollte immer noch eine Compilation machen mit den Top 10 spannendsten Nuzlocke-Momenten. Aber irgendwie kam ich bisher nicht dazu. Verwechselst du das mit Mary Lance? Nee, wie gesagt, es war wegen Heart Gold. Ich sag's ja. Ach, schön. Dieser Wortwitz war nicht mal ein Wortwitz, es war nur ein Fakt.
Bockensen, liebe Grüße aus dem Friesland. Versüßt uns gerade unser Abendessen. Weiter so. 5 Euro Spende von dir. Ich danke dir vielmals. Und ja, Grüße zurück ins Friesland auf jeden Fall. Top 30 wäre besser. Meint ihr echt, dass wir 30 spannende Nuzlocke-Momente zusammen? Also insgesamt bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch an so viele Sachen erinnert. Weil nachher kommen nur Sachen aus den neuesten, weil sich an die alten nicht mehr so viel erinnern oder so. Und das wäre irgendwie auch blöd. Ein Zusammenschnitt von allen Nuzlocke-Toden. Uiuiui. Minimato 97, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Glücksknilzen. Dankeschön. Eine Kopfnuss. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Das war ein Crit. Oh nein, oh nein. Was war das nochmal, Brady? Die Süd 2014? Das klingt halt wie ein typischer Nuzlocke-Satz von mir. Paraverbal. Danke dir für deinen Sub ebenfalls. Und willkommen bei den übelst heftig glücklichen Knilzen. Die sind so glücklich, dass du ein Glücksknilz bist. Dankeschön. Also mal kurz weg eine Tierlist machen und Sui ist schon in Graffitport. Ja, das ist so mal, ne? Eine Tierlist? Für was denn, wenn ich fragen darf? Beleben! Alter, schon Level 18 Kyoko einfach übelst am Rasieren. Oh, Tentacha. Rübe. Rübenrot, oh Rübenrot. Muss ich immer noch umdichten. Not the Superschall. Not the Superschall. Ich geh jetzt duschen. Hau rein. Viel Spaß und schwimm nicht zu weit raus. Sonst ein Zusammenschnitt von jedem Crit-Tod in einer Nuzlocke. Das hätte auch was. Aber ich finde spannendste Nuzlocke-Momente ehrlich gesagt erstmal am interessantesten. Meint ihr denn, wir würden da 10 coole zusammenkriegen, an die ihr euch erinnern könnt? Oh, oh, Jim ist zurück. Hey Jim, na? Wie geht's dir? Haha. Oh Leute, ich muss den Streamer jetzt leider auch beenden. War schön. Ich muss ihn tatsächlich wirklich bald beenden. Noch nicht jetzt, aber bald. Du bist brandheiß. Hey, ich hol mir mal meine Sodaflaschen ab. Bin ich wieder gestorben? nein. Du bist verhaftet worden, haben wir doch gesagt, oder? Ja, wir haben gesagt, dass du bist verhaftet worden. Gönn dir dein Chili, Bro. Nicht über bis Mitternacht. Ja, wie gesagt, ich krieg halt heute noch Besuch. Ich krieg halt noch Besuch, bald, und so lange streame ich halt noch. Ey, Jim. Du wurdest weggecrittet, okay? In der Gesteinsarena. Das heißt mit anderen Worten, du wurdest vor allem schon wieder von einem eigentlich unterlegenen Typen gekillt. Aber es war ein Crit. Weißt du, der erste Felsgrab macht so irgendwie 40% Schaden. Dann kommt Steinwurf, Crit, tot. What? Also Max-Roll mit Crit. Das war einfach der pure Hex, der gemeddelt hat, der dich da umgebracht hat. Dein Zickzack muss dich mehr anstrengen. Du musst dich mehr anstrengen. Was willst du? Achso, nee, du bist zu teuer. Besuch Hendrik. Nee, Hendrik kommt nicht. Crit happens. Ja, ich sag's ja, Crit happens. Erstmal wieder hier mit jedem quatschen, ob wir eventuell was bekommen. Wieder da, was habe ich verpasst? Deine Rübe muss ich mal anstrengen. Wenn man so sagt, klingt alles merkwürdiger. Deine Mutter muss sich mehr anstrengen. War es beim letzten Mal nicht auch ein Crit? Ich glaube, beim letzten Mal war es einfach ein Hitzekoller in der Sonne. Da habe ich, also beim letzten Mal habe ich einfach den Hitzekoller vergessen. So eine heftige Attacke, die dabei rauskam. Aber diesmal war einfach, diesmal konnte ich nichts dafür, sage ich einfach. Your face muss sich mehr anstrengen. Die Meta halt. Ja, ist ein Meme bei uns. Ja, du bist der Botmar, ich weiß. Ich muss gar nicht aufpassen, wo soll ich das hinbringen? Oder habe ich es gerade schon abgegeben? Egal, ich rede weiter mit den Leuten. Wie gedenkst du, das wieder gut zu machen? Das weißt du doch schon selber ganz genau, Bro, oder? Alka Shomaru Action live on stream. Wow, das klang verdammt unanständig, wenn man es so sagt.
zusammen kämpfen. Was sagst du dazu? Direkt korrigieren. Liegen noch Leichen von Chris und Jan in Walters Arena? Ich glaube schon. Wutface. Ja, als ich den Satz gerade gesagt habe, ist mir aufgefallen, warte mal, das klingt nicht so, wie es klingen sollte. Habe ich mit denen schon gesprochen? Weiß es gar nicht. Ich mach's einfach nochmal. Das klang sehr nice. Hammer Time. Richtig. Dann gibt's auch wieder Hammer Time unter anderem. Ekashumaru Action Suidonis. Das Schiff segelt immer noch. Wrestling mit beölten Körpern. PogChamp. Ah, okay. Das Museum ist weg. Ich habe also alles abgegeben. Also dann bei mir, damit ich was von deinem Fame abgreifen kann, Suikek. Alter, Suikek Emote. Usage on point. Absolut on point. Einfach gleichzeitig streamen. Lalalalala. So, dein Besuch kann sich gerne zu uns gesellen. Wird er wahrscheinlich sogar machen. Aber. Ja. Ein bisschen sind wir ja noch dran. Was ist das denn? Das ist der Pokémon Fanclub, ne? Der Pokémon Fanclub. Q, sagt das arme kleine Zickzacks. Azumere sagt Marimari. Könnte so ein japanisches Spiel sein, Marimari. Rübe, darf ich um einen Gefallen bitten? Ich bin. Achso, eine Umfrage über Rübe. Okay. Okay. Als du Zickzack zum ersten Mal gesehen hast, was war das für ein Gefühl? Wie würdest du die Gefühle zu dem Zeitpunkt beschreiben? Als ich Rübe das erste Mal gesehen hatte, dachte ich mir. Weißt du was? Ich gucke jetzt einfach gar nicht hin. Und wähle einfach irgendwas aus. Erhalten. Genau das dachte ich. Erhalten. Oder so. Was ist schon wieder mit meiner dummen Strähne hier los? Om nom nom. Was? Was bedeuten Pokémon für dich? Auf. Auf jeden Fall auf. Auf jeden Fall auf. Pokémon bedeuten mir auf, Leute. Danke. Gerne. Kein Problem. Sie haben eins rüber erhalten. Ja, nachdem ich heute erfahren habe, wieder mal, beziehungsweise ich wusste das schon, aber ich habe es mir wieder ins Gedächtnis gerufen, als wir den Pokédex-Eintrag vorhin gelesen, dass Schlunio mit einem Schlag einfach einen LKW umwerfen kann und den dann auch noch isst. Warum sollte es das eigentlich tun? Was ist das für ein bösartiges kleines Pokémon? Es steht da so am Rand, guckt voll süß und dann kommt ein Laster vorbei und die Welt geht unter, weißt du? Dann irgendwie, wisst ihr, was das wäre? Dann wird in den Nachrichten kommen. Heute gab es wieder ein Unglück auf der A3, ein LKW kenterte, zwei Autos sind doch reingefahren, auf die andere Straßenseite gefallen und danach wurde der LKW auch noch gefressen. Glaubt ihr doch nicht ernsthaft, dass eine friedliche Koexistenz mit Pokémon möglich wäre in unserer Welt, oder? Jetzt schwatzt er erstmal, ja, nun gibt's ja eine Sanftglocke, ich weiß. Game Freak hasst einfach LKWs. Kentern, ja, ich weiß zwar gerade irgendwie, das ist der falsche Begriff. Ihr wisst, was ich meine. Immerhin kein Stau. Die LKW-Apokalypse. Von denen kriege ich die Sanftglocke. Meine Nase juckt die ganze Zeit, Leute. Mann. Er hasst Laster. Kannst du eigentlich auch, was? Auch scientifically accurate Pokémon, muss gerade ähnlich an die Netlock daran denken. Nee, sagt mir gerade nichts. Da hilft nur ausrotten. Würde mich nicht verwundern, wenn das auch wirklich passieren würde. Ey, der Namensbewerter ist da. Wenn wir das Flummel ins Team nehmen, können wir mal den Namen umändern. Stolunio ist der Grund, warum die Deutsche Bahn immer so spät ist. Richtig, weil die Sau aufpassen müssen. Weißt du, wenn die in 100 Kilometern irgendwo einen Stolunio orten, sofort evakuieren. Der Chris 42. Wir haben, ich glaube, drei Chris heute, oder? So, die mich subscribed haben. Dankeschön auf jeden Fall. Willkommen bei den Glücksknilzen. Vielen Dank. Lasterhass. Der LKW Kenter. Da kommen so die Seefahrergene durch. Ja, genau das muss es sein. Die Seefahrergene. Bim, bom, bim, bom. Haben wir nicht schon geredet? Ja, habe ich schon mal. Subhype, Zui Price. Hier nochmal. Eine Pokeriegelbox! Endlich kann ich Schokoriegel herstellen. Und muss sie nicht mehr aus dem Badezimmer holen. Fragt nicht.